Ich habe ihn sehr hoch geachtet und geschätzt, denn er verwirklichte die Nächstenliebe und das menschliche Sein. Er selbst war so selbstlos. Seine Ausdauer, seine Liebe zu den Menschen, sein Helfen wollen, sein Wunsch, gebt mir eure Krankheit. Er wollte den Menschen helfen, den Menschen, die glaubten, er könne ihnen helfen. Und ich habe den Eindruck, dass er vielen von ihnen tatsächlich helfen konnte und auch, soweit er arbeiten durfte, geholfen hat. In der Nacht ging ich vor einer Ikone auf die Knie, weinte die ganze Nacht und dankte Gott für dieses Wunder. Meine Heilung hatte großen Einfluss auf meine Bekannten und Verwandten. Viele kamen in den Freundeskreis. En muchas personas, sobre todo de entonces para acá me he dedicado. Seitdem ich mich um die bedürftigsten Patienten kümmere, die schon das Etikett der Unheilbarkeit tragen, habe ich viele Leute beraten und sie in die Gemeinschaft gebracht. Dort war ich sehr überrascht zu sehen, wie sie sich veränderten. Viele von ihnen sind wieder gesund. Meine Schwester hatte ein großes Problem. Sie hatte ein Geschwür am Bein, zwei Wunden. Durch eine konnte man den Knochen sehen, es war furchtbar. Wir dachten, dass ihr Bein abgenommen werden würde. Also rief ich sie an und lud sie übers Wochenende in mein Haus ein, um ihr die Lehre Bruno Grönings zu erklären. Ich konnte das Geschwür nicht berühren, weil es so groß war. Ich gab ihr etwas keimfreies Wasser, um es jeden Morgen selbst zu waschen. Bis Mittwochmorgen, bevor wir am Nachmittag die Gemeinschaftsstunde hatten, war es eine offene Wunde. Nachdem wir uns eingestellt hatten, streckte sie ihr Bein aus und sagte, sieh, mein Bein ist gesund. Man konnte die Narben sehen, aber die Wunde war weg. Ich zitterte, ich bebte, weil ich so etwas noch nie gesehen habe. Es war zu viel für mich und ich konnte den ganzen Tag nichts tun. Shelley Regine Shee ist Ende Mai 2006 aus Kamerun nach Deutschland gekommen. Gemeinsam mit Freunden aus den USA, Australien, Peru, Thailand, Kasachstan und etwa 30 weiteren Ländern besucht sie im hessischen Dillenburg das Grab Bruno Grönings. Bruno Gröning war in den 50er Jahren als Wunderheiler bekannt geworden, als unfassbare Heilungen berichtet wurden und zehntausende Menschen zu seinen Wirkungsstätten strömten. Heute setzt der Bruno Gröning Freundeskreis sein Werk fort. Anfang Juni 2006 treffen sich in Geseke in Westfalen etwa 2000 Freunde des Bruno Gröning Freundeskreises zu einer großen Feierstunde.
Auch Shelley Regine Shee und die anderen Freunde aus aller Welt sind anlässlich von Grönings 100. Geburtstag nach Geseke gekommen. Viele von ihnen haben erstaunliche Heilungen erlebt, so auch Rano Adilova aus Georgien. 1969, als ich 17 Jahre alt war, passierte mir ein Unglück. Ich arbeitete auf den Baumwollfeldern und vergiftete mich mit Chemikalien, die Flugzeuge auf die Felder spritzten. Die Vergiftung war sehr stark. Ich hatte lange hohes Fieber, hustete und mein Zustand verschlechterte sich immer mehr. Die Ärzte stellten eine Bronchitis fest. Und dann ging die Bronchitis in ein allergisches Asthma über. Meine Gesundheit verschlechterte sich dermaßen, dass ich 1974 die Invaliditätsstufe 2 bekam. Ich wurde in Krankenhäusern der Städte Samarkand, Taschkent, Batumi und Moskau behandelt, hatte eine Operation, aber es half nichts. Mein Zustand verschlechterte sich weiter und ich erhielt die Invaliditätsstufe 1. Da ich 15 Tabletten Cortison am Tag einnahm, begann an der Hüfte und an den Knien eine Knochenerweichung. Die Füße verdrehten sich nach innen. Ein Bein wurde ca. 2-3 cm kürzer als das andere. Einfach so laufen konnte ich nicht mehr. Seit 1988 ging ich ständig am Stock und konnte nicht mehr alleine gehen. Immer musste mich jemand begleiten. '90 erkannten mir die Ärzte die Invalidität auf Lebenszeit zu und sagten, wir können Ihnen nicht helfen, leben Sie so lange, wie es geht. Ihre Krankheit kann man nicht heilen. Bleiben Sie nicht liegen, sonst werden Sie wie gelähmt. Und weil die Ärzte mich aufgaben, blieb mir nichts anderes übrig, als auf den Tod zu warten. Und gerade in dieser Zeit hörte ich von Bruno Gröning und seiner Lehre. Eingeführt in die Lehre Bruno Grönings wurde ich im Mai 1998. Und im Dezember erlebte ich ein großes Wunder. 10 Jahre lang war ich schon am Stock gegangen. Im Dezember hatte meine Freundin eine Lungenentzündung bekommen. Meine Familie entschloss sich, sie zu besuchen und ihr von Bruno Gröning zu erzählen, damit auch sie gesund werden kann. Als wir wieder nach Hause gingen, war es schon dunkel. Plötzlich, ich weiß gar nicht warum, sagte ich, wollen wir zu Fuß gehen? Und es waren 8 Kilometer. Mein Sohn sagte, gut, aber gib mir deinen Stock. Ich gab ihm den Stock und ging. Zuerst wackelnd und langsam. Aber dann richtete ich mich auf und ging. Ich glaubte es selbst nicht und die anderen liefen schweigend hinter mir her. Als wir zu Hause ankamen, freuten sich meine Kinder, mein Mann. Aber ich schwieg. Und in der Nacht kniete ich vor einer Ikone und weinte. Die ganze Nacht dankte ich Gott für dieses Wunder, das ich gar nicht erwartet hatte. Neben den Geheilten sind auch viele Ärzte zur Geburtstagsfeierstunde nach Geseke gekommen. Sie prüfen, dokumentieren und kommentieren die berichteten Heilungen. Was diese Frau erlebt hat, ist ein Wunder. Sie kann wieder normal atmen. Das jahrzehntelange Asthma ist einfach verschwunden. Sie kann wieder gerade gehen, ohne Hinken. Es ist nicht möglich, dass sich so eine schwere Osteoporose von alleine zurückbildet und ein jahrzehntelanges Asthma auch nicht. Der Bruno Gröning Freundeskreis umfasst 2006 etwa 60.000 Freunde. Obwohl Bruno Gröning schon 1959 gestorben ist, treffen sich noch heute überall auf der Welt Freunde Bruno Grönings zu sogenannten Gemeinschaftsstunden und Tagungen. Dort befassen sie sich mit seiner Lehre und den erlebten Erfolgen.
Und wir haben jetzt Freunde aus Afrika, Kamerun, unsere Damen aus Kamerun, Freunde aus Australien. Dann haben wir Indonesien, Jakarta, Gemeinschaftsleiterin von Jakarta, Frau Joyce. Dann haben wir den Iran, Freunde aus dem Iran und die Betreuer. So, und dann haben wir Indien, unsere Freunde aus India. In mehr als 70 Ländern gibt es 2006 schon Gemeinschaften, in denen sich regelmäßig Bruno Gröning-Freunde zu Gemeinschaftsstunden treffen. Grete Häusler, die Leiterin des Freundeskreises, ist unermüdlich unterwegs, um den Menschen die Lehre Bruno Grönings nahezubringen und neue Gemeinschaften aufzubauen. Im Januar 2006 reist sie nach Indien, um die Freunde dort zu besuchen. Ihr Besuch wird von den örtlichen Regierungsstellen des Bundesstaates Gujarat positiv begleitet. Sie wird von verschiedenen Vertretern der Politik empfangen und man bringt ihr und dem Bruno Gröning-Freundeskreis große Gastfreundschaft und Anerkennung entgegen. Zunächst wird sie im State Parliament Ahmedabad vom Speaker of the Gujarat Legislative Assembly, Professor Mangatbhai Patel, in seinem Büro empfangen. Bruno Gröning-Freundeskreis, Jai Hilingti. Wir sind glücklich, dass durch die Lehre Bruno Grönings Heilungen geschehen. Es freut mich sehr, dass Sie Interesse für Bruno Gröning haben und mich als Leiterin des Freundeskreises einladen. It enjoys me very much that you have basically an interest in the Bruno Gröning and his teaching and that you invited us this morning. Zwei Tage nach dem Empfang beim Parlamentssprecher hat Grete Häusler den nächsten offiziellen Termin. Diesmal ist sie eingeladen in den Palast des Gouverneurs von Gujarat, Nawal Kishore Sharma. Der Gouverneur empfängt Grete Häusler und die Freunde des Freundeskreises sehr herzlich und mit großem Wohlwollen. I have little time in my life, because I'm nearing end of my life. I have entered 81 years of my age. Ja, das hat mich eigentlich am meisten erstaunt, wie ich das ja nicht aus Deutschland kenne, dass die Behörden und dass die Leiter von Behörden derartig offen sind gegenüber diesen geistigen Themen und Bruno Gröning auch im Besonderen. Und gerade durch Herrn Joshi, er ist an der Universität Surat als leitender Direktor gewesen für Massenkommunikation und Erwachsenenbildung. Und er hat Kontakte zu allen Universitäten. Man ist also so offen hier in Indien, auch in offiziellsten Stellen, so dass also selbst Regierungsvertreter sofort sich mit unseren Schriften, die über Bruno Gröning berichten und so weiter, beschäftigen, das auch ansehen, interessiert sind. Und das ist etwas, was bei uns noch nicht so vorstellbar ist. Am 30. Januar 2006 besucht der Gouverneur eine UNO-Konferenz in Gandhinagar. Nawal Kishore Sharma ist das Staatsoberhaupt von über 60 Millionen Indern im Bundesstaat Gujarat. Während des Festaktes verleiht Gouverneur Sharma Grete Häusler im Namen der UNO eine hohe Auszeichnung für ihr Engagement für die Lehre Bruno Grönings und für den Weltfrieden. First. Mrs. Grete Häusler, she is international awardee for excellence in Bruno Gröning teaching and world peace. She is awarded for her outstanding contribution and dedication to science. Ähnliche Ehrungen erhielt Grete Häusler in Indien schon mehrfach. Aber auch in anderen Ländern wurde sie für ihre Arbeit ausgezeichnet. So beispielsweise in Russland, Sri Lanka, Indonesien oder China.
In Peru wurde sie aufgrund ihres Engagements für die Volksgesundheit zum Ehrengast der Stadt Trujillo ernannt. Als Grete Häusler 1949 zum ersten Mal von Bruno Gröning hörte, hielt sie ihn für einen Scharlatan. Doch 1950 erlebt sie bei einem Vortrag Grönings in München spontan Heilung von drei unheilbaren Krankheiten. Von da an engagiert sie sich für sein Werk und gründet 23 Gemeinschaften in ganz Österreich. Im Jahre 1950 kam ich mit Herrn Bruno Gröning das erste Mal zusammen. Damals war ich ein Mensch, der nicht mehr an Gott glauben konnte. Ein Mensch, der krank und aufgegeben war. Das Zusammentreffen mit Bruno Gröning bewirkte in mir eine tiefe Umkehr. Ich erkannte, dass es Gott gibt. Ich erlebte eine Spontanheilung und ich wusste, was Heil ist. Ich war damals der glücklichste Mensch und bin es bis heute geblieben. Ich hatte das große Glück, in den darauffolgenden Jahren mitzuerleben, wie viele, viele Menschen ihr Heil erleben durften, die ihre Qualen verloren haben, nur weil sie geglaubt haben, dass Gott helfen kann. Wie Grete Häusler erleben in den 50er Jahren viele Menschen Heilung durch Bruno Gröning. Bekannt wird er im Frühjahr 1949, als im westfälischen Herford von aufsehenerregenden Wunderheilungen berichtet wird. Schnell beginnt ein Medienrummel, der das ganze Land über Monate in Atem hält. Die Presse erklärt Gröning zum Wunderdoktor. Zeitungen und Zeitschriften aus ganz Deutschland schicken ihre Berichterstatter. Ich war damals Reporter bei der Abendzeitung in München, 20 Jahre alt, ehrgeizig natürlich. Und es kamen Meldungen aus Herford über einen sogenannten Wunderdoktor Gröning. Und da wurde ich darauf dahin geschickt. Es war eine Gegend, die ich überhaupt nicht kannte. Und jedenfalls kam ich abends an und vor dem Haus war eine riesige Menschenmenge. Es war dunkel und es hat geregnet, soweit kann ich mich erinnern. Und weil sich eben das wie ein Lauffeuer rumgesprochen hatte, dass er da Menschen heilen kann in größeren Mengen, war der ganze Wilhelmsplatz voller Leute, Lahme, Kranke aller Art, Gebrechliche, mit Stöcken, mit Bahren, mit Rollstühlen. Und ich konnte also in der Nacht wohl noch, oder ich war länger, ich war 2 Tage dort, jedenfalls im Laufe dieser Zeit einige Spontanheilungen erleben und habe die so beschrieben. Vom Hof her kommt die Kunde, dass sich ein Gelähmter plötzlich erhoben habe. Ich eile hin. Adalbert Schneider aus Derschlag, seit 3 Jahren völlig beingelähmt, ist mit Unterstützung seiner jungen Frau aufgestanden und etwa 20 Meter gegangen. In dieser Nacht und am darauffolgenden Samstag notiere ich unter anderem noch folgende Heilungen. Cäsar Zielinski aus Lottinghof, dem durch Blutkreislaufstörung das linke Bein und der rechte Arm gelähmt gewesen sind, innerhalb von 3 Minuten völlig geheilt. Regina Schmidt, 14 Jahre alt aus Porz, seit 11 Jahren gelähmt, kann plötzlich den steifen Fuß wieder bewegen. Aus Köln kommt ein Lastwagen mit 16 Personen. Ja, ich bin also aufmerksam geworden, weil in Köln-Rath habe ich ja früher gewohnt. Und da ist eine Schwester, eine Mann und Frau, hat mir davon erzählt. Und da haben wir uns so zusammengetan, weil viele kranke Leute auch da in Rath waren. Und da hat mein Onkel gesagt, ich fahre euch alle mit dem Laster mal dahin. Haben uns da zusammengetan und sind nach Herford gefahren. Als Barbara Kaas nach Herford kommt, leidet sie bereits seit über 3 Jahren an schweren Nervenanfällen. Das fing an mit Schüttelfrost, dann Hitzewellen. Da musste ich mich platt hinlegen. Das war, habe ich ein paar Tage immer liegen müssen.
Das war ganz furchtbar. Immer da, die Zähne klappern immer und meine Mutter musste mir immer ein paar Plümmers überdenken. So kalt war es mir dann. Und dann wie eine furchtbare Hitzewelle. Dann der Kopf, dachte ich, wäre mir geplatzt, oben der Schädel. So Schmerzen hatte ich halt. Und kein Arzt konnte mir helfen da. Es war ein großes Haus gewesen und sehr viele Menschen. Das waren tausende Menschen, die da standen, alle, wie wir ankamen. Und da musste man noch eine Zeit warten, da kam der Gröning. Dann ist er ganz hoch gegangen auf den Balkon. Und dann hat er nachher gefragt, wer hat denn jetzt was verspürt? So am Körper. Und da konnte ich mit hochzeigen, einen Arm hochheben, nicht? Und da habe ich gespürt, also das war ein komischer, also ein furchtbarer Schmerz. Wie Strom ging das vom Fuß an. Kribbeln und Fuß bis Körper, der ganze Körper, bis in den Kopf hinein. Und dann, kurz war das aber nur, bis in den Kopf, wie weggeblasen. Fort war es. Das war so was Eigenartiges. Da fühlte ich mich ganz freier und leichter. Und nie mehr so was bekommen. Also, da bin ich jetzt so sprachlos drüber. Gottfried Kaltz erlebt, wie Bruno Gröning in Bielefeld eine Frau besucht, die seit über 25 Jahren gelähmt war. Da sagte er, Frau Weber, ich sage Sie, stehen Sie bitte auf. Sie können laufen, kommen Sie zu mir hin. Und siehe da, Frau Weber stand auf und ging auf Bruno Gröning zu. Eine Frau, die 25 Jahre nicht mehr, keinen Schritt mehr gemacht hat, stand auf und ging zu ihm hin. Es klingt wie ein Märchen, aber das sind Tatsachen. Dass ich gesund aus dem Kriege nach Hause kam, war nicht so freudig als wie diesen Moment. An sowas, dass dies möglich sein konnte, haben wir nicht gedacht. Im Sommer 1949 kommt es auf einem Pferdegestüt in Bayern zu spektakulären Massenheilungen. Zehntausende Menschen strömen täglich zum Rosenheimer Traberhof, um Gröning zu sehen. Auch aus dem Ausland kommen Kranke. Es ereignen sich unfassbare Szenen. Das war ja ein richtiger Trubel. Alle Zeitungen waren voll. Nun war natürlich jeder gespannt, was wird kommen. Und jeder war in einer gespannten Haltung. Und als wir in der Nähe des Traberhofes kamen, mit einmal, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Ich habe das heute noch im Ohr. Das war erschütternd. Und was war geschehen? Es war eine ältere Dame, das war die Großmutter, die hatte ihren Enkel dort. Und den hat sie, der war gelähmt, den hat sie spazieren gefahren in einem Wagen. Und der stand plötzlich auf und ging. Und das war eine Sensation, also ich höre heute noch, das war wirklich eine Sensation. Der stand plötzlich auf und ging und war jahrelang gelähmt gewesen. Wo Bruno Gröning auftaucht, ist er von Heerscharen von Kranken umlagert. So heißt es am 2. September 1949 in der Münchner Abendzeitung. Gestern Abend und heute Nacht kam es in München an drei Plätzen der Stadt zu riesigen Menschenansammlungen, die auf den Wunderdoktor Bruno Gröning warteten, um von ihm geheilt zu werden. Polizei versuchte mit Streifenwagen und dem Überfallkommando die Ordnung aufrechtzuerhalten. Vor dem Hettlagerhaus versammelten sich bis tief in die Nacht hinein, trotz des strömenden Regens, etwa 4000 Menschen. In Nymphenburg vor der Wohnung eines Arztes etwa 1500 Menschen. Die gleiche Anzahl am Alpenplatz. Der Journalist Rudolf Spitz berichtet Ähnliches. Um 19 Uhr standen Tausende in der Sonnenstraße. Um 22.30 Uhr standen sie noch. Ich habe in 5 Jahren Krieg viel erlebt, nie aber war ich erschütterter als in den 4 Stunden, in denen ich Bruno Gröning gegenübersaß und eine grauenhafte Parade des Elends und der Leiden erlebte. Epileptiker, Blinde und Gelähmte auf Krücken drängten zu ihm. Mütter hielten Gröning ihre gelähmten Kinder entgegen. Es gab Ohnmächtige, Schreie klangen auf, flehende Hilferufe, Bitten, Wünsche, Stoßseufzer. Doch das Geschehen um Bruno Gröning ruft auch Widerstand hervor. Obwohl sich in Bayern sogar Innenministerium und Ministerpräsident für Gröning aussprechen, verschärft sich der Ton merklich. Da gab es ja dann einige Herren Professoren auch, die sich bemüßigt gefühlt haben, den als Scharlatan hinzustellen und alles nur als Suggestion oder sonst wie oder als Selbstsuggestion zu bezeichnen. Das war natürlich sehr einfach gesagt. Die haben sich nicht näher mit dem Phänomen befassen wollen. Das passte ihnen auch nicht in ihre schulmedizinische
das Weltbild. Seit Bruno Gröning in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, steht er unter Beobachtung der Behörden. In Herford hatte er schon Anfang Mai 1949 Heilverbot erhalten. Und auch in Bayern wird ihm trotz des anfänglichen Wohlwollens im September 1950 das Heilen verboten. In der Folge kommt es 1951-52 in München zu einem Prozess unter dem Vorwurf der unerlaubten Ausübung der Heilkunde. Doch nicht nur seine Anhänger halten das Vorgehen der Behörden für überzogen. Man hätte ihn nicht verbieten brauchen. Es war auch gar kein Anlass. Und der Ministerpräsident Ehard selber hat gesagt, man muss ihn wirken lassen. Natürlich muss das in geordnete Bahnen gebracht werden. Aber das Gesetz war eigentlich nicht so, dass es, also ich kann das jetzt als Nichtjurist gar nicht beurteilen, aber an dem hatte ich nie irgendeinen Anstoß gesehen. Gröning wird freigesprochen. Allerdings fordert man ihn ausdrücklich auf, sich künftig ohne staatliche Genehmigung jeder Heiltätigkeit zu enthalten. Um eine weitere Konfrontation mit dem Gesetz zu verhindern, lässt Gröning einen Verein gründen. Der Gröning-Bund soll ihm den Rücken für sein geistiges Wirken freihalten. Für die Hilfesuchenden und Geheilten ruft er Gemeinschaften ins Leben. Hier kommen seine Freunde zu sogenannten Gemeinschaftsstunden zusammen, befassen sich mit seiner Lehre und berichten von ihren Erfolgen. Bruno Gröning selbst tritt im Rahmen dieser Gemeinschaftsstunden lediglich als Redner auf und hält Glaubensvorträge, übt aber keinerlei heilerische Tätigkeit aus. Trotzdem geschehen auch weiterhin unerklärliche Heilungen. Wir haben ein Zimmer ausgeräumt und haben das mit Maurerstielen versehen, auf Böcken. Und da konnten 60 Personen Platz nehmen. Die haben wir ohne weiteres reingebracht. Und nun haben sie auf der Tragbare ein Mädchen reingetragen, die war kaum 18 Jahre alt. Und haben sie die Tragbare so außerhalb hingestellt. Das Mädchen war gelähmt, völlig gelähmt und wurde im Lauf des vierstündigen Vortrages, ohne dass der Bruno Gröning irgendwas dazu getan hat, geheilt. Und am Schluss, nach 4 Stunden Vortrag, ist sie über alle Bänke hinübergestiegen und wieder hinausgegangen. Ich habe einen Blinddarmreiz. Der Doktor, der sagte, das müsste operiert werden. Und es wäre sogar sehr dringend. Also ich habe auch schwere Schmerzen gehabt dran. Nachdem Bruno Gröning da war, waren die Schmerzen nicht mehr so stark. Und nach einem Vierteljahr kam er wieder. Und da musste ich ihm sagen, die Schmerzen sind weg. Und die Schmerzen sind so gut weg, dass sie heute noch weg sind. Aber der Blinddarm ist noch drin. Trotz oder gerade wegen solcher Heilungen wird Bruno Gröning 1955 erneut unter Anklage gestellt. Vor dem Münchner Landgericht beginnt ein spektakulärer Prozess, der zum Medienereignis wird und sich über 4 Jahre hinzieht. Für Gröning eine äußerst schmerzhafte Erfahrung. Er hat mir leid getan. Er hat mir ja damals schon leid getan, weil ich ja, wie gesagt, den Eindruck nicht los wurde, dass er ausgenutzt wird. Und infolgedessen hat er, das hat meiner Frau und mir leid getan. Ende November 1958 reist Gröning mit seiner Frau nach Paris. Während in München der Prozess in die entscheidende Phase geht, lässt er sich von einem befreundeten Krebsspezialisten in der Clinique Enner unweit von Montmartre untersuchen. Die Diagnose lautet Magenkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Das Ende des Prozesses erlebt Bruno Gröning nicht mehr. Trotz 2 Operationen am 8. Dezember und 22. Januar stirbt er am 26. Januar 1959 in Paris. Für viele Freunde Bruno Grönings ist die Nachricht von seinem Tod ein Schock. Mein Gefühl war nur, ich konnte es nicht begreifen. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte auch nicht weinen, nichts. Ich war ein bisschen, sagen wir, traurig oder betrübt, dass er so früh gegangen ist und nicht mehr länger wirken konnte. Ja, wir haben gedacht, jetzt ist Schluss. Wir haben uns noch ein paar Mal getroffen und jeder hat ja geglaubt, das geht nicht mehr weiter.
Die Witwe lässt den Leichnam Bruno Grönings in einem Pariser Krematorium einäschern und überführt die Urne nach Deutschland. Am 5. Februar findet in Plochingen die Totenfeier statt. Wenige Tage später im hessischen Dillenburg die Beerdigung. Am 18. Februar 1959 erklärt das Bayerische Oberste Landesgericht den Prozess gegen Gröning durch Todesangeklagten für erledigt. Zur Verkündung eines Revisionsurteils kommt es nicht mehr. So wird in dem sich über 4 Jahre und 3 Instanzen hinziehenden Rechtsstreit nie ein endgültiges Urteil gesprochen. Die meisten Freunde Bruno Grönings zerstreuen sich nun. Doch einzelne wenige glauben an eine ungewöhnliche Vorhersage von ihm. Ich habe mir gedacht, es ist eigentlich schade, dass man nicht mehr sieht, aber er hat ja gesagt, wenn ich einmal heimgegangen sein soll, dann bin ich noch immer unter euch. Ja, er hat gesagt, und wenn ich nicht mehr bin, dann wird allen, die um Hilfe bitten, auch geholfen werden, wenn sie es so machen, wie ich sage. Er sagte immer, ich bin nicht weg, wenn ich mal nicht mehr körperlich auf dieser Erde bin. Ich bin immer noch da. Das war seine Überzeugung. Bei Grete Häuslers Indienbesuch im Januar 2006 hat sich Bruno Grönings Vorhersage längst bewahrheitet. Wie in vielen anderen Ländern gibt es auch in Indien Dutzende Gemeinschaften des Bruno Gröning-Freundeskreises. Hier besucht Grete Häusler eine Gemeinschaft in einem College für angehende Lehrerinnen in der Nähe von Gandhinagar. Ich wünsche Ihnen eine gute, von Gott gesegnete Stunde mit uns. I wish you a good, from God blessed community with us. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es in Indien schon Gemeinschaften. Manfred Fortmann, der Grete Häusler auf ihrer Reise begleitet, erinnert sich an die Anfänge. Es begann alles damit, dass ein Inder, der in Deutschland lebt, ein Herr Agrawal, die Frau Häusler angesprochen hat und gefragt hat, ob nicht der Freundeskreis auch in Indien aktiv werden kann, um mit seinen Verwandten in Kontakt zu treten. Und ja, die Frau Häusler hatte zunächst Bedenken, weil ja hier in Indien so viele geistige Gruppen existieren und Meister und Heiler und alles Mögliche. Und so waren zunächst die Bedenken da, aber es kam dann doch zu diesem ersten Besuch und da war ich auch gleich dabei. Und uns hat das so berührt, hier in Indien das Leben zu sehen, die Armut der Menschen. Viele schlafen einfach an den Straßenrändern im Dreck und dann Kinder, Bettelkinder. Und es hat uns so berührt, und dass wir dann eben doch gesagt haben, der Bruno Gröning, der fehlt hier in Indien, um den Menschen wirklich zu helfen. Schon seit einigen Jahren finden in mehreren Regionen Indiens regelmäßig Tagungen statt. So auch in Gandhinagar im Januar 2006. Bei solchen Tagungen stellen sich die Freunde gemeinsam auf den Empfang des Heilstroms ein, tauschen sich aus über ihre Erlebnisse mit der Lehre Bruno Grönings und lauschen den Erfolgsberichten. Landesleiter für den Freundeskreis in Indien ist zu diesem Zeitpunkt Professor Nanubhai Joshi. Ja, it's a historical moment, event for me. Es war ein historisches Ereignis für mich, mit dem Freundeskreis in Kontakt zu kommen. Sie waren da, Frau Häusler war da. Es war eine internationale Konferenz für alternative Medizin. Aber ich war die ganze Zeit beim Bruno Gröning Freundeskreis. Ja, ich erinnere mich. Wir hatten ein paar Vorträge und Sie haben alle Vorträge besucht. Das war das erste Mal, dass wir uns trafen.
Then I requested you to come to Gujarat. Dann bat ich sie, nach Gujarat zu kommen. Irgendwann später kamen sie nach Indien. Und aus Bombay kamen sie nach Surat in Gujarat. Und wir hatten zum Start 3 Einführungsvorträge. Es war zunächst schwierig, die Gemeinschaften in Indien zu entwickeln. Und es hat sich dann erst richtig verändert, als Herr Joshi dann in den Freundeskreis kam. Und er hat dann auch eine Zeit später eine große Heilung bekommen. Er war sehr belastet mit einer Zuckerkrankheit, Diabetes, hatte extreme Werte, die über 500 lagen. Und er musste da auch strenge Diät einhalten. Ich wurde zur Jugendwoche nach Berlin eingeladen. Davor war ich stark zuckerkrank. Mein Bein, meine Gelenke schmerzten. Meine Augen waren sehr schwach, meine Zähne auch. Und mein körperlicher Zustand war sehr schlecht. Aber während der Jugendwoche fühlte ich mich sehr gut, sehr leicht, angenehm. Und ich fing an, Süßes zu essen, auch Eis. Aber ich konnte die Diabetes nicht testen. Danach musste ich die Universität von Oxford besuchen. Und während meines Aufenthalts in England wohnte ich bei einem indischen Arzt. Er prüfte meine Diabetes. Sie lag bei 155 oder 160. Es war ein Wunder, denn die letzten 15 Jahre war es sehr hoch. Trotz der Hilfe von Insulin war es manchmal 500 bis 540. Ich war ein ganz ungewöhnlicher medizinischer Fall. Aber ich bekam eine Heilung während der Jugendwoche in Berlin. Das ist ein historisches Ereignis für mich. Und ich werde Bruno Gröning dankbar sein. It's a historical event for me, and I'm very thankful to Bruno Gröning. Professor Nanubhai Joshi hat dem Freundeskreis in Indien viele Tore geöffnet, zu Universitäten, Professoren, Politikern und zu maßgeblichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise Dr. Priya Ranjan Trivedi, dem Führer der Grünen Partei Indiens, der auch im Freundeskreis Gemeinschaftsleiter ist. Our leader in North India, Delhi, Trivedi ji. From Bruno Gröning Circle of Friends. Und alle Bruno Gröning Freunde. Eine Woche nach ihrem Indienbesuch reist Grete Häusler Anfang Februar 2006 nach Afrika. In Koforidua in Ghana leitet sie eine Tagung. Auch aus anderen afrikanischen Ländern sind Freunde gekommen. Einer von ihnen ist Dr. Doga Nyonga, König von Bali Nyonga in Kamerun. Wenn Sie jemand sind, wie ich es bin, das Oberhaupt einer großen Familie und der Anführer von vielen Menschen, und Sie wollen den Leuten helfen, denke ich, dies ist die beste Sache, die Sie haben. Und es kostet überhaupt nichts. Es gibt viele Leute, denen es helfen kann. Viele Leute, die eine Menge ernste Probleme haben. Ihnen kann auf diesem Weg geholfen werden. Mein Name ist Samson Ajatay, Gemeinschaftsleiter der Gemeinschaft Accra in Ghana. Ich zeige Ihnen jetzt etwas von der Landschaft und von den Erfolgsberichten in Ghana. Mitte der 90er Jahre entstanden in Afrika erste Gemeinschaften. Zunächst in Südafrika und Namibia, später auch in anderen Ländern, so beispielsweise im Kongo, in Togo, Burundi, Angola, Uganda und Tansania. In Tunesien, Marokko und im Sudan. Auch auf Mauritius und Madagaskar gibt es Bruno Gröning-Freunde. Samson Ajatay ist auf dem Weg zu Freunden aus der Gemeinschaft Accra. In Ghana, ebenso wie in anderen afrikanischen Ländern, sind in den letzten Jahren viele erstaunliche Heilungen geschehen. Hallo. Oh yeah. Hallo, Mr. Samson. You're welcome. Yeah, how are you?
Alfred Kwasi Agbetsiafa ist von einem Herzleiden frei geworden und hilft aus Dankbarkeit schon seit einigen Jahren im Freundeskreis mit. Seine Frau Lilly hatte 35 Jahre lang Asthma und ist ebenfalls geheilt. Auch ein Arzt aus Togo ist zur Tagung nach Ghana gereist. Ich habe die Lehre Bruno Grönings kennengelernt bei der Suche nach Heilung für meine Frau. Sie war seit 8 Jahren krank. Sie hatte starke Migräneanfälle, begleitet von allgemeiner Schwäche, Müdigkeit und Atemnot. Sie konnte kaum atmen. Kurz, ein allgemeines Unwohlsein. Sie konnte kaum schlafen, verbrachte praktisch schlaflose Nächte. Sie konnte den Haushalt nicht mehr führen. Ich musste eine Haushaltshilfe einstellen, die sich um meine Kinder kümmern sollte. Da berichtete mir ein Freund von der Lehre Bruno Grönings und von einer Tagung in Ghana vom 3. bis 5. Februar 2006. Ich hatte keine Wahl, denn ihre Behandlung hatte mich sehr viel Geld gekostet. Da dies eine geistige Heilung war, riskierte ich es. Ich fuhr nach Ghana, nahm an der Tagung teil und war am 7. Februar zurück in Lomé. Und nach und nach kam sie zu sich. Die Kopfschmerzen verschwanden. Das Atmen wurde gut, der Schlaf kehrte zurück. Sie schläft gut. Die Freude kam wieder in die Familie. Innerhalb von 3 Monaten war dieser ganze Schmerz, dieses ganze Unbehagen verschwunden. Und meine Frau ist geheilt. Ich danke Gott. Jetzt schläft sie, macht selbst den Haushalt. Wir brauchen niemanden mehr, der sich um unsere 3 Kinder kümmert. Sie ist vollkommen geheilt. Shelley Regine Shee aus Kamerun ist ebenfalls zur Tagung nach Ghana gekommen. Seit ihrer Kindheit litt sie an Malaria. Jahrzehntelang hatte sie immer wieder Malaria-Schübe mit Fieber und schweren Kopfschmerzen. Ich war immer wieder wegen Malaria im Krankenhaus. Ich versuchte all die neuen Malaria-Medikamente, aber nichts schien zu helfen. Ich arbeitete im Krankenhaus mit vielen Ärzten zusammen. Und ich ging von einem Arzt zum nächsten, in der Hoffnung, behandelt zu werden. Sie alle hatten Mitleid mit mir und taten, was sie konnten. Aber es ging mir nicht besser. Die Frau Che ist eine langjährige Bekannte von mir. Ich habe ja 11 Jahre in Kamerun gelebt. Und in der Zeit war sie eine Kollegin von mir im Krankenhaus, sie eine Diätassistentin. Und ich habe da als Ärztin gearbeitet im Provinzkrankenhaus in Bamenda. Und sie hatte eigentlich eine sehr gute medizinische Versorgung. Sie besuchte auch einen anerkannten Professor in Yaoundé, in der Hauptstadt, einmal im Monat, der sie speziell behandelte für die Malaria. Und sie hatte alle möglichen Behandlungsformen ausprobiert, so wie sie mir erzählte, auch natürlich die traditionelle Weise. Sie hat die Ernährung umgestellt. Sie hat also, was in ihrer Macht war und was das schulmedizinische Wissen hergab, hat sie ausprobiert. Und sie kam doch nicht raus aus diesem Teufelskreis. Alle 4 Wochen, alle 6 Wochen Malaria-Schübe. Dr. Marlene Ganyonga knew my problem very well. Frau Dr. Ganyonga kannte mein Problem sehr gut. Sie gab mir das Heftchen Einführung in die Lehre Bruno Grönings und sagte, sie glaube, dass dieses Heftchen mir helfen wird. Bevor sie nach Deutschland zurückging, brachte sie mir ein paar Kassetten zur Einführung in die Lehre Bruno Grönings. Ich spielte sie jeden Tag ab, jeden Morgen, jede Nacht und versuchte, mich dabei einzustellen. Und nach fühlte ich mich besser. Ein Jahr später bin ich wieder nach Kamerun gegangen. Und gleich, als ich das allererste Mal vom Dorf meines Mannes in die Provinzhauptstadt gefahren bin, und das ist eine Stadt von ungefähr 100.000 Einwohnern, und ich ging da auf der Commercial Avenue, das ist die Hauptgeschäftsstraße, dann war die Frau Che der erste Mensch, der mir da begegnet ist. Und dann, das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen.
Und ich wusste nicht, wie es ihr geht, habe ich gesagt, ja, Frau Che, was machen Sie denn, wie geht's denn? Und dann hat sie mir gesagt, dass sie eigentlich gesund ist. Tatsächlich hatte ich die Malaria seit 2004 vergessen. Ich hatte nicht einmal daran gedacht und ich stellte fest, dass es mir wirklich gut ging. Das war also dann im April 2004. Und seitdem hat sie sich nicht mehr krank gefühlt. Sie hatte eine Zeit lang Angst, den Test zu machen, weil sie dachte, wenn ich jetzt wieder Malaria im Blut habe, dann glaube ich wieder nicht mehr. So. Und dann hat sie aber 2006 den Mut gehabt und hat das Blut untersuchen lassen und zwei Monate später und es war immer frei von Malaria-Erregern gewesen und es ist bis heute so geblieben. I would wish that the people open up their minds. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich öffnen und die Lehre Bruno Grönings annehmen, damit die Hilfe alle Menschen erreicht, die Hilfe brauchen. Warum nicht allen in Kamerun helfen und in ganz Afrika? Mein Wunsch in Zusammenhang mit der Lehre Bruno Grönings ist, lasst mehr und mehr Menschen diese Lehre aufnehmen und akzeptieren, sodass die menschliche Not aufgehoben werden würde, sodass die Leute genauso leben und sich wie Menschen fühlen können, wie die Menschen überall auf der Welt. Like human beings, equal to human beings everywhere in the world. Ich habe das jetzt erlebt in Nairobi. Da war ein Herr, der hatte nach einem schweren Unfall einen schwersten beidseitigen Schulterschmerz, er hatte einen Halswirbelbruch gehabt, war dreimal operiert worden. Und über 10 Jahre, Schmerzstufe 7/10 unter Medikamenten, also stärkste Schulterschmerzen. Der sitzt im Vortrag, spürt dieses Kribbeln am Körper. Nach dem Vortrag fragt man ab, was haben Sie erlebt? Guckt er mich an und sagt, ich habe keine Schmerzen mehr. Sie sind weg. Sie sind einfach weg. Also nach 10 Jahren mit allen Möglichkeiten, Morphium, also schwerste Medikamente, weg die Schmerzen, spontan. Und wenn Sie sowas erleben, authentisch, also direkt dabei sind, dass Menschen einfach, nicht die Regel Spontanheilung, aber sie treten auf und das über all die Jahre, dann wissen Sie, das ist wirklich so, das gibt es. Heilung auf geistigen Wege durch die Lehre Bruno Grönings, das ist keine Geschichte. Das ist eine Wahrheit, die jeder Mensch nutzen kann, so er will. Und das ist auch Ziel unserer Arbeit, dass wir in der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe halt dem auch eine Grundlage geben. Der Gröning hat immer gesagt, ich möchte kein Geld, ich möchte nur ein Schriftstückchen als Beweis. Und ich verstehe immer mehr und mehr, Menschen brauchen heute das auf Schwarz und Weiß. Sonst denken sie, es sind nur Märchen oder Geschichten. Und darum haben wir Hunderte von Menschen, die aus Dankbarkeit mithelfen wollen, geschult, mitgehalten, sogenannte Erfolgsberichte aufzunehmen. Also ein Geheilter oder ein eben Freund, der eine Hilfe erhalten hat, berichtet in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaften treffen sich ja alle 3 Wochen. Und dort wird dieser Bericht sofort vom Erfolgsberichtsleiter oder einem Helfer aufgenommen in Form eines Sofortberichts. Es wird also sofort festgehalten mit den entsprechenden Einzelheiten, aber jetzt eben nicht zu breit, was ist geschehen. Und dieser Bericht wird dann ergänzt innerhalb von vielleicht 1-2 Wochen im persönlichen Gespräch mit dem Geheilten. Es wird ähnlich vielleicht wie ein Bericht, der auch beim Gutachten erstellt wird. Was war vorher? Wann ist der entsprechende Freund in den Freundeskreis gekommen? Und was ist dann im Laufe der Heilung geschehen? Das wird eben festgehalten. Dann kommt dieser Bericht in eine Arbeitsgemeinschaft, wo ein Arzt beteiligt ist. Dort wird dann einmal geprüft, ist das, was hier nun aufgenommen wird, auch sinnvoll? Macht das Sinn, was hier niedergeschrieben steht? Ist es überhaupt etwas, das wert ist, geschrieben zu werden oder überhaupt wirklich eine Heilung, die passiert ist? Das wird in dem Sinne geprüft. Indem wir Einblick nehmen in die Diagnose- und Therapie-relevanten Befunde der vorbehandelnden Ärzte oder Kliniken, die betreffende Person vor ihrer Heilung behandelt haben. Ja, den Belastungsteil können wir in diesem Sinne stehen lassen und akzeptieren.
Und so wollen wir fortfahren mit Teil 2 und Teil 3. Wenn sich eine Heilung auf geistigen Wege abzeichnet, wird in der Regel eine gezielte Nachuntersuchung empfohlen. In der Regel bei einem unabhängigen Arzt, der nicht im Bruno-Gröning-Freundeskreis tätig ist. Durch ärztliche Nachuntersuchung dokumentierten Heilung. Wenn der Bericht aber wirklich außergewöhnlich ist, dann wird er also vom Arzt dokumentiert und kommentiert auch und von diesem Arzt dann mitgenommen in die nächsthöhere Prüfinstanz sozusagen. Das ist dann ein Arbeitskreis nur mit Ärzten, mit verschiedenen Fachärzten, auch Tierärzten, Psychiatern, die dann auch nochmal den Bericht letztendlich auf Herz und Nieren prüfen und schauen aus ihrem Fachbereich nochmal, ist es jetzt wirklich auch eine Heilung auf geistigen Wege, die sonst nicht anders erklärt werden kann. Sie lässt sich vom Arzt wieder untersuchen, der stellt das auch fest, dass sie gebessert ist, die Gelenke sind nicht mehr geschwollen, die Schmerzfreiheit hält an und kann in Zusammenhang mit der Einführung in die Lehre Bruno Grönings gebracht werden. Die Befunde passen dazu? Befunde sind wunderbar. Also ist alles also genauso wie angegeben festgestellt worden mit allen Laborbefunden davor und danach auch. Dann wird er erst freigegeben und klassifiziert. Und dann kann so ein Bericht erst nach Deutschland gegeben werden und ins Archiv aufgenommen werden. Das kommt per Post hier an. Weltweit aus all den angeschlossenen Ländern. Die erste Stufe ist die sogenannte Endbearbeitung, das heißt elektronische und papiermäßige Archivierung, systematische Archivierung der Berichte nach Ländern und Jahren. Und das hier ist unser Papierarchiv, das wir unterteilt haben nach Ländern, nach Jahrgängen. Ja, und hier ist der zweite Schrank, das sind dann halt die aktuelleren Ordner, eben auch aus allen Ländern. Und zeige Ihnen mal ein paar Erfolgsberichte aus Deutschland. Jeder Geheilte unterschreibt auch, alles ganz eindrucksvolle Berichte. Wenn bei dem Bericht Dokumente sind, das heißt zumindest ein ärztlicher Befund, zumindest ein Vorbefund, optimalerweise natürlich Vor- und Nachbefund, dann werden diese Befunde mit einem nochmaligen Ausdruck des Berichts zusätzlich weitergegeben an die Dokumentationsstelle. Und dort ist auch eine Helferin, mehrere Helferinnen, die dann diese Berichte nicht nach Ländern und Jahrgängen sortieren, sondern nach Diagnosengruppen. Als Ergänzung zu dem Papierarchiv haben wir im Laufe der Jahre jetzt ein elektronisches Archiv aufgebaut. Es ist zentral auf einem Server alles abgelegt, sodass von jedem Arbeitsplatz die Daten leicht zugänglich sind, jeder sie sofort zur Verfügung hat. Wir haben die Möglichkeit, also sofort auf den Bericht zugreifen zu können, dann eben die Befunde, den Vorbefund, eben alles, was zu einem vollständig dokumentierten Bericht gehört, haben wir hier abgespeichert. Heute arbeiten viele Ärzte, Psychologen, Heilpraktiker und andere Heilberufler an der Dokumentation der Heilungen im Freundeskreis mit. In vielen Ländern gibt es Ärztetagungen, wie hier in Much bei Köln. All das gibt es in den 80er Jahren noch nicht. Im Dezember 1984 hört Kamp als Medizinstudent zum ersten Mal von Bruno Gröning. Ich war vor meinem ersten medizinischen Staatsexamen und ich habe ja in Münster und Hamburg studiert Medizin und bin dann vor dem Staatsexamen nochmal in die Stadt gegangen und bin auf einen Stand gestoßen, auf der Straße. Es war bitterkalt, es war nämlich Anfang Dezember und es war richtiger Winter. Und wir hatten einen Tapeziertisch aufgebaut, eine Stellwand mit Bruno Gröning Bild, gemalt damals noch, gezeichnet. Und mit den Worten, es gibt kein Unheilbar. Und wir standen in Eiseskälte und haben Flugblätter verteilt. Und ich habe mich bemüht, mit denen zu diskutieren über dieses Thema, ob sowas wirklich wahr ist oder nicht. Aber man wollte nicht mit mir diskutieren. Man hat gesagt, das muss man erleben, dass es so eine Kraft gibt, die Heilung bewirkt. Und ich solle mal kommen und das selbst an mir prüfen.
Gut, das habe ich dann am nächsten Tag auch gemacht und man hat mir gezeigt, wie ich diese Kraft aufnehmen kann. Und ich habe mir das alles angehört. Es gab da keine Erfolgsberichte, es gab keine medizinischen Dokumentationen, es gab keine anderen Ärzte, also nichts, was mich äußerlich hätte anziehen können. Der Bruno Gröning ist verstorben, da war einfach äußerlich nichts. Es war eine kleine Gruppe und zudem habe ich auch nichts von dieser Kraft gespürt, von dem da gesprochen wurde. Es gäbe eine höhere Kraft, eine Heil- oder Lebenskraft, Herr Gröning nannte sie auch göttliche Kraft, aber gespürt habe ich nichts davon. Obwohl Kamp den Rat der Bruno-Gröning-Freunde befolgt und sich zweimal täglich auf diese Kraft einstellt, spürt er auch nach 3 Wochen noch nichts. Da dachte ich, warum spüre ich dieses nicht? Da sind einige davon überzeugt, ist das wirklich Humbug oder ist da was dran? Im Innersten zog mich etwas dahin. Und dann habe ich in meinem Herz nur in Gedanken gesagt, lieber Gott, wenn das wirklich wahr ist, was dieser Bruno Gröning gesagt hat, wenn es diese Kraft, von der ich in keinem Studium, also in keinem, an keiner Universität überhaupt was gehört habe, wenn es die wirklich gibt, bitte, dann lass sie mich doch auch mal spüren. Das vergesse ich nicht. In diesem Moment, ich saß ja allein bei mir zu Hause, habe mich nur in dieser offenen Sitzhaltung hingesetzt, wie der Herr Gröning das immer angeraten hat, war plötzlich ein Kribbeln, ein Strömen durch den ganzen Körper, wie ich das noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und dann, als wenn sich hier oben was öffnet, ein Glücksgefühl, ein solches Glücksempfinden, was ich noch nie in meinem Leben gespürt habe, vielleicht mal als Kind. Ein freies, glückliches Gefühl in der Brust und ein Frieden. Und in dem Moment wusste ich, ohne dass mir das einer hätte beweisen können, Herr Gröning hat recht. Nach diesem eigenen Erleben beginnt er, den Erfolgsberichten im Bruno-Gröning-Freundeskreis auf den Grund zu gehen, sucht den Kontakt zu Geheilten und holt die entsprechenden Unterlagen ein. Und ich wollte Ihnen immer mal meine erste Dokumentation zeigen, oh ja, die vor Jahren die Grundlage für die ganze Arbeit geworden ist. Das ist ein Herr, ich muss mal schauen, ob ich den hier finde. Das war eine Herzheilung, ja, hier. Ich muss dem Ordner sagen. Eine Herzheilung, das war ein ca. 60-jähriger Mann, der hatte eine koronare Herzerkrankung und Angina pectoris Beschwerden. Das sind Durchblutungsstörungen des Herzens, also eine organische, chronische Erkrankung und ist spontan gesund geworden. Und das vergesse ich nicht, weil das war der erste Bericht, wo ich, war ja fast Arzt, noch nicht ganz Arzt, einen Menschen gesprochen habe, der einfach von etwas gesundet ist, wo ich weiß, dass es nicht geht. Er litt seit vielen Jahren an einer Angina pectoris, das heißt belastungsabhängige Brustschmerzen, circa 1-2 Treppenetagen, dann musste er stehen bleiben wegen Luftnot. Trotz aller Medikation war da nichts zu machen. Und er hatte 25 Jahre einen chronischen Dauerkopfschmerz und ein schweres Lumbalsyndrom. Das heißt, hier im Bereich des unteren Rückens aufgrund von Verschleißerscheinungen chronische Schmerzen. Also ein Mensch, wenn der zu mir in der Praxis als Arzt gekommen wäre, hätte ich gesagt, gut, Schmerzmittel, vielleicht kann man kardiologisch noch ein bisschen Diagnostik machen, durch einen Eingriff was machen, aber sonst mit Medikamenten ist da nichts mehr zu machen. Damit muss man leben. Und der, so wurde mir berichtet, ist in eine Einführung in die Lehre Bruno Grönings gekommen und danach war er gesund. Und ich habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, lieber Herr, bitte sagen Sie mir, was haben Sie getan? Sagt er, nichts. Sag ich, ja, wie nichts? Ja, ich bin in eine Einführung in die Lehre Bruno Grönings gegangen und die haben mir erzählt, dass es eine Kraft gibt, wie man sich der öffnet und dass man sich gedanklich von der Krankheit trennen muss, dass die Krankheit nicht zum Menschen gehört und auch nicht zu mir gehört. Ja, das habe ich getan. Ja, und sag ich, was dann passiert? Ja, es hat am Körper etwas gekribbelt. Ja, und dann? Ja, dann bin ich wieder gegangen. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, ich bin dann nach Hause gegangen. Und wissen Sie, ich lebe im 4. Stock. Und da war der Aufzug kaputt. Da bin ich bis in den 4. Stock hochgegangen und stand vor meiner Eingangstür und habe ich gesagt, irgendwas ist jetzt anders. Ich bin ja nicht mehr stehen geblieben, wegen Luftnot. Ich muss kein Nitrospray mehr nehmen. Ich bin ja in einem durchgegangen, die 4 Etagen. Kein Luftnot, kein Druckgefühl auf der Brust. Ich hatte dann viel mehr auf, die Kopfschmerzen waren weg, die ich 25 Jahre Tag und Nacht hatte.
Und der Rücken war ja auch frei, da war ja auch nichts mehr. Da hat dieser Mann eine spontane Heilung auf geistigen Wege durch die Lehre Bruno Gröninghs erlebt. Und da habe ich ihm am Telefon gesagt, lieber Herr, ich will Ihnen das wohl glauben, aber sonst glaubt Ihnen das keiner. Da wird jeder sagen, Sie waren psychogen krank, Sie hatten psychisches Herzleiden, nervöses Herzleiden, vielleicht überarbeitet, überanstrengend, Probleme oder was weiß ich. Bei welchem Arzt waren Sie? Da hat er mir den Arzt genannt, der war Privatpatient. Ich habe die Befunde angefordert und klare Diagnose, also koronare Herzerkrankung, die operativen Untersuchungsergebnisse lagen vor, da waren Belastungs-EKG mit typischer Belastungsreaktion, die ganze System, also die ganze Klinik, also die Symptomatik stimmte damit überein. Die Diagnose war gesichert. Er hatte auch die entsprechende umfangreiche Medikation. Und inzwischen hatte er in Absprache mit seinem Hausarzt Stück um Stück das reduziert und konnte es nachher sogar absetzen. Dann habe ich ihn gebeten, bitte lassen Sie sich nachuntersuchen. Und das war für mich ein richtiger Moment, ein besonderer Moment, als ich dann die Unterlagen gesehen habe, Vor- und Nachbefunde, wo ganz offensichtlich war, durch objektive Untersuchungen, also nicht nur ein Gefühl von dem Menschen, dass da etwas passiert ist, nämlich eine Heilung von einer koronaren Herzerkrankung. Er hat mir so erzählt, er geht jetzt wieder Bergwandern im Schwarzwald, er macht Volkstanzen, keine Schmerzen mehr. Hier haben wir den Vorbefund, der ist ganz klar dokumentiert, dass da so eine koronare Herzerkrankung vorliegt, mit den typischen Zeichen im EKG. Und hier im Nachbefund, er hatte keinen, brauchte keine Medikamente mehr, wieder die gleiche Untersuchung und die Zeichen sind nicht mehr da, also ein völlig normales, gesundes Belastungs-EKG. Und seitdem ist mir klar geworden, dass ich die Arbeit hier und das Geschehen im Bruno Gröninghs Freundeskreis ernst nehmen muss als Arzt. Da kann ich nicht vorbeigehen. In den folgenden Jahren kommen immer mehr Ärzte und andere Heilberufler zum Bruno Gröninghs Freundeskreis. 1992 wendet sich Kamp an Grete Häusler und schlägt vor, für die wachsende Zahl der Freunde aus medizinischen Berufen eine eigene Gruppe zu gründen. Grete Häusler ist einverstanden. Ich habe einen Gedanken bekommen, sagte sie. Medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe des Bruno Gröninghs Freundeskreises. Die Entwicklung bis heute ist Ihnen zumeist bekannt. Wir haben in Universitäten gesprochen, mit offizieller Einladung und Bitte. Und es sind auch immer mehr Ärzte dazu gekommen. Es kommen ja viele, viele Menschen, die Heilung suchen, die schon alles durchgemacht haben, die schon alle Stationen der Medizin und auch alternativen Methoden durchgegangen sind und trotzdem keine Heilung erlebt haben, suchen ja weiter. Und dass man denen auch sagen kann, hier gibt es noch etwas, das sie tun können. Und das ist für mich eine große Freude zu sehen, auch im Rahmen der Vorträge, wenn diese Menschen zum Teil spontan gesund werden. Dadurch. Oder wenn man im Nachhinein hört, nach einem Jahr oder nach ein paar Wochen sind die und die alle gesund geworden nach dem Vortrag, weil sie eben das konsequent umgesetzt haben. Ja, ich denke, die Frage, warum ich das mache, ist sehr wichtig. Also ich hätte früher nie gedacht, dass ich mal so etwas machen würde. Aber ich habe einfach gemerkt oder einfach erfahren müssen im Rahmen der Tätigkeit als Arzt, dass wir oft diesen Leiden und diesem Leidensdruck der Patienten hilflos gegenüberstehen in der Praxis. Das heißt, oft kommen Patienten und fragen wirklich eindringlich, was kann ich denn tun oder was können Sie noch für mich tun? Und dann sind uns oft die Hände gebunden. Und deswegen bin ich gerade so froh, dass wir diese Möglichkeit haben, den Menschen ja einen Weg an die Hand zu geben, wie sie aus sich selbst heraus Heilung erlangen können. Durch dieses Wissen und durch dieses Erkennen möchte ich einfach helfen, das weiter zu verbreiten. Denn es darf einfach nicht sein, dass diese Medizin auf dem Stand, wie wir sie jetzt haben, so nur in der Wissenschaft stecken bleibt. Weil es mich innerlich so anregt, dass es eben was anderes gibt, als das, was man an der Universität gelernt hat. Es macht mir eine große Freude und Begeisterung zu erfahren, dass auf diesem Weg den Menschen geholfen werden kann. Punkt 3, Heilung. Ich hatte auch an mir selbst Heilung erlebt, das hatte ich zuerst gar nicht so wahrgenommen. Ich hatte wirklich Zeit meines Lebens, kann man sagen, ein sogenanntes Reizdarmsyndrom gehabt. Das war jetzt nicht behandlungsbedürftig gewesen oder anderweitig angegangen worden, aber ich hatte doch jeden Morgen Durchfall gehabt, muss man sagen. Und das war dann plötzlich weg gewesen. Und das hat natürlich meinem Leben ganz neuen Aspekt gegeben, viel mehr Kraft auch natürlich gebracht, dadurch, dass ich einfach Nahrung gut aufnehmen konnte.
Ich kann sagen, dass ich im Tun als Arzt einfach ruhiger geworden bin. Das ist nicht nur im Praktischen mit dem Patienten der Fall, sondern das bezieht sich auch auf Planung von Fortbildung, Durchführung von Fortbildung, in Vorträgen. Und dann kommt etwas dazu, das hat mich auch damals sehr, sehr berührt. Ich hatte einen Einriss im Innenmeniskus rechts, also eine Sportverletzung am rechten Knie. Und es wurde mir da bereits eine Operation vorgeschlagen von Kollegen, sogar auch eine größere Operation mit einer sogenannten Umstellung der großen Knochen im Bein, was ich natürlich sowieso gleich von vornherein abgelehnt habe. Aber ich habe dann auch die eigentliche Meniskusoperation vermeiden können. Ich habe nämlich über die Aufnahme des Heilstroms eine Heilung bekommen. Ich bin eines Morgens aufgewacht und hatte auf der linken Gesichtshälfte eine vollständige Lähmung. Ja, und dann hat man natürlich als Arzt so seine Überlegungen, hast du einen Schlaganfall oder ist da ein Hirntum? Und ganz schlimm bin ich zu meinem Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen, der mich betreut. Und hatte mich schon beruhigt, hat gesagt, also Herr Lobeck, das ist immer eigentlich eine Lähmung des Gesichtsnerven durch eine Entzündung. Aber ich bin dann trotzdem noch zum MRT gegangen, also Kernspintomographie im Kopf, war Gott sei Dank in Ordnung. Nun hatte mir der Hals-Nasen-Ohrenarzt gesagt, also 2 Wochen dauert das mindestens und es wird sehr schlimm werden am Anfang. Oh je. Dann standen nämlich 2 Programmpunkte für mich. Am Samstag hatte ich einen Vortrag vor Patienten zu halten und am Montag vor Ärzten. Und dann die Aussage, es wird schlimmer. Und dann habe ich dann mich eingestellt und gebeten, dass ich Hilfe bekomme. Und nach 3 Tagen war alles weg. Die ganze Lähmung war weg. Ich konnte frei sprechen und da habe ich selbst so eine wunderbare Hilfe erfahren. Ich litt an einer Allergie, einem Heuschnupfen, schon seit meinem 18. Lebensjahr. Und damals war ich 35. Und als ich Kontakt suchte zu dieser Gemeinschaft, dieser Gruppe, war es am Anfang nicht einfach. Ich hatte niemanden erreicht, wurde dann aber zurückgerufen einige Wochen später. Und das war eben Mitte Juni 96, eben zur Zeit der Hochblüte meines Problems, das ich damals noch hatte. Und an diesem Tag, als mich die Dame anrief, wegen eines Termins für die Einführung, war die Beschwerden besonders schlimm. Und nach dem Gespräch dann, das war ein Gespräch von 1 Minute, nur Termin bezüglich der Einführung, des Einführungsgesprächs, als ich am Abend nach Hause kam, war dann so, dass ich eigentlich plötzlich keine Symptome mehr verspürte. Man dachte, eigenartig, was ist jetzt geschehen? Denke ich mir, komisch, es müsste doch eigentlich sehr schlecht sein. Und ich habe dann tatsächlich die Beschwerden nicht mehr bekommen. Das heißt, sie waren verschwunden, sie kamen auch die Jahre danach nicht mehr zurück. Für mich war das damals sehr beeindruckend, das zu erleben. Im ersten Moment, der erste Kontakt, sage ich mal, zu diesem Thema und plötzlich eine Heilung erhalten, die so für mich unerklärbar war. Aus medizinischer Sicht gesehen, für mich also einfach ja, nicht zu erklären, wie etwas über Nacht verschwinden kann. Eine Allergie, die eigentlich bestehen hätte bleiben müssen, ja, bis an mein Lebensende. Da solche Heilungen auf geistigem Wege unabhängig von schulmedizinischen Therapien geschehen, fragen sich manche Menschen, ob im Bruno-Gröning-Freundeskreis von Arztbesuchen, Operationen oder Medikamenteneinnahme abgeraten wird. Also ich habe noch nie gehört, dass im Freundeskreis davon abgeraten wird. Das hat Bruno Gröning selber ja auch nicht gemacht. Ja? Er hat nie jemandem gesagt, er soll nicht zum Arzt gehen. Ganz im Gegenteil. Ja? Und nein, das wäre also etwas, das würde mich abhalten, im Bruno Gröning Freundeskreis zu sein. Im Freundeskreis wird nie von Arztbesuch oder von Medikamenteneinnahme oder von Operationen abgeraten. Und etwas auch Wichtiges ist, dass es im Freundeskreis auch nie eine Garantie gegeben wird, dass eine Heilung stattfindet. Und das betonen wir auch in den Informationsvorträgen, weil ob eine Heilung eintritt oder nicht, das liegt einfach an Gott, an dieser Kraft und an die Fähigkeit der Menschen, diese Kraft aufzunehmen. Darauf hat der Gröning auch immer hingewiesen. Und das hier im Freundeskreis hat mit dem Ärztlichen nichts zu tun. Das ist einfach eine Therapie. Darum hat er auch gesagt, ich behandle keine Krankheit. Hier geht es nicht um Krankheitsbehandlung. Hier ist ja auch kein Heiler. Es gibt keinen Heiler. Es geht einfach nur, dass der Mensch sich innerlich neu orientiert und etwas öffnet, was er vergessen hat. Manch einer, der zum ersten Mal vom Bruno-Gröning-Freundeskreis hört, fragt sich ganz grundsätzlich, ob er es mit einer seriösen Gruppe zu tun hat.
Ich war ja nun immer religiös und war anfangs sehr skeptisch, das gebe ich zu. Das muss man einfach auch mal erwähnen. Wenn man aus so einem religiösen, also katholisch-religiösen Hause kommt, auch durch die Heirat wieder hineinheiratet in ein zweites, dann fragt man schon, wo bist du hier? Nicht? Dann denkt man natürlich an das Wort Sekte. Ganz am Anfang war ich auf jeden Fall so voller Freude und ja, das ist was Schönes, was Gutes und ich habe es allen erzählt, meiner Familie und den Freunden in der Arbeit, überall habe ich es erzählt und da sind natürlich viele Reaktionen gekommen, verschiedene von außerhalb. Ja, da musst du aufpassen und überhaupt und so und sei vorsichtig. Meine Frau, die hatte vor circa 10 Jahren einen Vortrag besucht. Und dann lagen bei uns da so eine Broschüre. Das hatte mich alles sehr befremdet, auch das Bildnis von Herrn Gröning. Und ich war in Sorge, dass sie eventuell in die Fänge, ich sage ganz ehrlich, wie ich damals gedacht habe, eine Sekte geraten ist. Ich habe mich dann aber sehr schnell damit auseinandergesetzt, einfach mit dem Wort, was ist Sekte? Und ich habe das für mich so geprüft, einfach den Freundeskreis, wie ich ihn empfinde, wie ich ihn sehe, was ich bis jetzt erlebt habe und was eigentlich auch eine Sekte ist, oder? Und da habe ich gesagt, nein, es ist keine Sekte, weil der freie Wille ist so groß geschrieben hier. Also was für mich sehr entscheidend war, dass ich überhaupt die Arbeit auch gemacht habe, weiterhin hier im Freundeskreis, war, dass die persönliche Freiheit immer besteht. Wenn mir das gegen den Strich ging, ich kann von heute auf morgen sagen, tschüss, mache ich nicht. Sucht euch jemand anders oder ich kann ganz rausgehen, da läuft mir keiner nach. Mir hat noch nie jemand gesagt, was ich nicht machen sollte und oder irgendwas befohlen oder dass ich Geld bezahlen muss. Das ist alles nicht in diesem, was man ja eigentlich unter Sekte versteht und auch nicht, dass ich meine Religion abgeben musste. Im Gegenteil, ich habe ja wieder zum Glauben gefunden. Ich kenne ja nun inzwischen sehr viele Worte von Bruno Grönings oder die meisten Vorträge von ihm. Und da hat mich beruhigt, dass er gesagt hat, bleiben Sie doch in Ihrer Religion. Gehen Sie in die Gotteshäuser Ihrer Religion, Ihrer Konfession. Da finde ich immer gut, dass Bruno Gröning da auch selbst schon die Wegesrichtung vorgegeben hat, wie er selbst gesagt hat, ich will keine neue Religion schaffen. Ich bin für alle Menschen da, egal welcher Religion, Nation. Und sogar gesagt hat, er möchte, dass die Menschen wieder gläubig in ihren Religionen, in ihren Kirchen eben den Glauben leben. Also genau das Gegenteil von dem, was man als Abgrenzung bezeichnet, hat Bruno Gröning hier ganz klar als Wegesrichtung vorgegeben. Wir wollen in keinster Weise den Eindruck einer Sekte erwecken, wo hier jemand gezwungen wird, irgendetwas zu tun, von dem einen abzuschwören, dem anderen zuzuschwören, das eine zu lassen, das andere zu müssen. Nee, der Freundeskreis ist auch in der Satzung, steht es drin, ist frei. Jeder kann den Freundeskreis sofort verlassen, wenn er will. Und da gibt es nichts. Und das ist eine freie Sache. Alles ist ehrenamtlich, alles ist freiwillig. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge, nichts. Und wie soll man denn die Freiheit größer machen? Gerda Ritter hat in ihrer Funktion als Ausbildungsleiterin bei einer Landesbehörde in der Vergangenheit selbst sogenannte Sektenseminare durchgeführt und sich entsprechend eingehend mit der Thematik befasst. Ich hatte im beruflichen Bereich damit zu tun. Ich habe Jugendliche ausgebildet und damals war hier in Stuttgart, gab es sehr, sehr viele Sekten. Und ich habe mir dann gedacht, man sollte die Jugendlichen aufklären und hatte dann auch Kontakt mit dem Sektenbeauftragten des Kultusministeriums und mit dem Sektenbeauftragten der Evangelischen Kirche, habe mich natürlich noch eingelesen, habe mir sehr viele Unterlagen besorgt. Also ich wusste, worauf ich achten musste und habe das natürlich für mich sofort alles abgeprüft. Und es war überhaupt kein Kriterium, das zutraf, das nur annähernd auf eine Sekte hingewiesen hätte. Also das Erste war für mich natürlich, dass es hieß, jeder hat seinen freien Willen. Es gibt auch keine Mitgliedschaft. Ich kann kommen, ich kann gehen, so wie ich möchte.
Ich kann Informationsmaterial kriegen, wenn ich möchte. Ich muss es auch nicht. Ich muss keinen Beitrag bezahlen. Das war für mich auch wichtig. Ich bin nicht in irgendeiner Weise vertraglich gebunden. Alles finanziert sich aus freiwilliger Tätigkeit, aus freiwilligen Spenden. Und was mir ganz, ganz wichtig war, dass in keinster Weise irgendwie psychischer Druck ausgeübt wird. Das liest man ja immer wieder bei Psychen, bei Sekten, dass eben dann mit Druck gearbeitet wird und den Menschen Angst gemacht werden. Wenn du nicht das machst, dann passiert dieses oder jenes. Und das habe ich bis heute nicht in einem einzigen Fall erfahren. Auch der Schweizer Religionswissenschaftler Christoph Peter Baumann von Inforel Basel sieht beim Bruno Gröning Freundeskreis keine Ähnlichkeiten zu Sekten. Wir haben ein Projekt mit dem Namen Führ durch das religiöse Basel. Haben wir alle Religionsgemeinschaften oder Gemeinschaften, die sich mit religiösen Themen beschäftigen, haben wir besucht und nach genauen religionswissenschaftlichen Kriterien beschrieben. Also ich habe unter anderem auch mit der Frau Häusler gesprochen, als sie in Basel war bei den Psi-Tagen. Wir sind darauf gekommen, dass es gar nicht eine Religionsgemeinschaft im engeren Sinn ist, sondern eben, wie der Name sagt, ein Freundeskreis. Aber so wie der Sektenbegriff eben missbraucht wird, um etwas negativ darzustellen und vor allem negative Kriterien zu gebrauchen, also da sehe ich beim Bruno Gröning Freundeskreis keinen Anlass. Weil ja vom Bruno Gröning Freundeskreis keine dogmatische Lehre vertreten wird, du musst das und das glauben, sondern das dem Einzelnen offen lassen, so wie ich das so sehen kann. Und dass es darum eigentlich geht, um die Selbstheilkräfte zu mobilisieren. Der Bruno Gröning Freundeskreis finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Spenden. Es werden keine Eintrittsgelder erhoben, keine Mitgliedsbeiträge, keine Gebühren und keine sonstigen finanziellen Forderungen. Alle Ausgaben werden von dem getragen, was die Freunde aus Dankbarkeit spenden. Die Erfahrung im Freundeskreis zeigt, dass immer für alle Aufgaben das nötige Geld vorhanden ist. Manfred Fortmann, seit Anfang der 90er Jahre gemeinsam mit seiner Frau für das Kassenwesen im Freundeskreis verantwortlich, hat schon 1991 ein prägendes Schlüsselerlebnis. Wir waren damals dabei, einen Film zu produzieren und dafür wurde auch viel Geld benötigt. Und die Freunde, die an diesem Projekt arbeiteten, haben mich angesprochen, dass sie für den nächsten Dreh Geld brauchen, und zwar 21.300 D-Mark. Damals war das noch D-Mark-Zeit. Ja, wir hatten nichts in der Kasse. Und ich hatte mir natürlich vorgestellt, dass man jetzt erstmal sparen muss. Und so haben wir dann mit Frau Häusler gesprochen, meine Frau und ich. Und Frau Häusler sagte damals, der Bruno hat uns diesen Auftrag gegeben und er wird uns alles dazu geben, was wir brauchen. Ja, das war an einem Mittwoch. Wir hatten an dem Wochenende eine Tagung und da hatten wir uns dann nur dafür eingestellt, dass wir die Mittel haben, dass wir den Film weiter bearbeiten können. Mehr war da nicht. Und dienstags danach, es war also keine ganze Woche, kommt die Frau Häusler zu mir, hält so einige Umschläge so und sagt, Herr Fortmann, ich habe einige Sonderspenden für unseren Film bekommen. Zählen Sie doch mal. Dann habe ich dann diese einzelnen Umschläge aufgerissen und war dann sehr erstaunt von verschiedenen Spendern. Einige kannte ich, einige noch nicht, einige waren sogar anonym. Bekamen wir genau 21.300 Deutschmark. Und das hat mich damals so berührt und beeindruckt. Und ich habe gedacht, wie geht denn das? Und da wusste ich, es gibt hier andere Gesetze, als man das üblicherweise kennt. Und wenn wir den Auftrag haben, werden wir alles dazu bekommen. Und wir hatten dann in all den Jahren immer das Geld, um zum Beispiel das Schulungsmaterial zu bezahlen und dies und das zu bezahlen. Und das ist, glaube ich, einmalig in der Welt, dass eine so große Organisation alleine auf Spendenbasis fungiert und funktioniert. Und das geht auch nur deshalb, weil sämtliche Helfer hier
ausnahmslos einschließlich der Leitung des Freundeskreises ganz ohne Entgelt arbeiten. Also alle arbeiten ehrenamtlich und das ist, glaube ich, einmalig. Und das sind viele, viele tausend Helfer, die hier im Freundeskreis helfen und mit anfassen. Meine Mutter erzählt oft, dass Bruno Gröning gesagt hat, die Heilung kann man nicht kaufen. Und ich verkaufe keinen göttlichen Heilstrom. Das ist seine ganz klare Devise. Und im Freundeskreis hat meine Mutter dieses Motto ganz, ganz groß geschrieben. Das heißt, nichts, was im Freundeskreis gemacht wird, damit kann man Geld verdienen. Also es gibt, der gesamte Freundeskreis hat null Personalkosten. Und das macht die Sache sehr angenehm und sehr schön, weil dieser ganze Aspekt mit Geld komplett außen vor ist. Keiner fühlt sich benachteiligt. Jeder Freund arbeitet hier einfach aus Dankbarkeit, aus Begeisterung, aus Freude und aus dem Helfenwollen heraus. Und wo die Not am allergrößten ist, da ist die Hilfe Gottes am nächsten. Auch für Grete Häusler ist es der Wunsch zu helfen, der sie noch mit über 80 Jahren antreibt, in der ganzen Welt herumzureisen und den Menschen von Bruno Gröning zu berichten. Dabei trifft sie überall auf offene Herzen und auf Menschen, die die Lehre Bruno Grönings annehmen. Das war 1959 ganz anders. Als Bruno Gröning gestorben war, zerstreuten sich die meisten seiner Freunde. Und in den ersten Jahren war es nahezu unmöglich, neue Freunde für seine Lehre zu gewinnen. Da waren Türen zu, Herzen zu. Ich war verzweifelt. Und dann habe ich den Nachbarn, Herrgott, Verwandte geholt, die am nächsten Tag abgesagt. Aus war wieder. Es war eine solche Durststrecke, das können Sie sich nicht vorstellen. Es dauert über 3 Jahre, bis Grete Häusler wieder eine Heilung miterleben kann. Sie hat mittlerweile 3 Kinder und eine Hilfe im Haushalt. Doch ihre Putzfrau ist schon seit 14 Jahren auf einem Auge blind und auch das andere Auge ist geschwächt. Und 6 Ärzte, und zwar Fachärzte, sagten ihr, sie wird nie mehr sehen können. Und eines Tages staubte sie ab und das Bild von Bruno Gröning fiel aus der Hand dabei und Scherben. Sag, wissen Sie, wer der Mann ist? Sie hielt das Bild so in der Hand und die Scherben am Boden. Nein, dann sage ich, das ist Bruno Gröning und durch den habe ich die Heilung erlebt. Sie guckte aufs Bild und sagte, was ist jetzt? Ich spüre so wie einen elektrischen Strom von den Füßen bis zum Kopf. Da hat sie in dem Augenblick die Heilkraft das erste Mal empfangen. Und dann habe ich ihr erzählt von Bruno Gröning, wie ich ihn erlebt habe. Und kurze Zeit darauf kam sie und sagte, ich habe so Kopfweh. Ich sage, das ist ja gut. Da tut sich was in ihrem Kopf und das ist gut, das ist der Heilstrom und der wirkt schon. Und dann kam sie kurz, also einen Tag danach an und sagte, Frau Häuser, ich sehe. Heute früh konnte ich Eiter von meinem Auge wegwischen und seitdem sehe ich alles. Erst 1964 erfüllt sich Grete Häuslers lang gehegter Wunsch und sie kann in Oberhausen-Stärkrade eine erste neue Gemeinschaft gründen. In ganz kleinem Kreise, zu 4 und zu 5, treffen sich die Freunde. In den Folgejahren kommen einzelne neue Gemeinschaften hinzu, doch alles in allem sind die ersten 10 Jahre nach Bruno Grönings Heimgang eine lange Durststrecke. 1969 treffen sich dann einige der alten Freunde zu einer gemeinsamen Gedenkfeier im Rosenheimer Traberhof. Und dann hatten wir eine 10-Jahres-Feier hier begangen. Der Traberhof stand noch und wir sind zusammengekommen. Herr Pelz mit seiner Frau, die Frau Barber mit ihrem Mann. Und noch einige treue Freunde. Es war eine wunderbare Dankesfeier.
Anfang der 70er Jahre werden erstmals Tagungen zur Schulung von Gemeinschaftsleitern abgehalten. Zu diesem Zeitpunkt umfasst das gesamte Werk Bruno Grönings nur etwa 50 bis 60 Freunde. Entsprechend klein ist der Kreis, der sich zur Gemeinschaftsleiterschulung in Stuttgart trifft. 7 Freunde sind wir zusammengekommen. Und das nächste Jahr waren wir schon 14. Und dass die 14 beisammen waren, jeder hat erzählt, was er mit Bruno Gröning erlebt hat, das war jetzt das Schönste, das Wunderbarste. Und da habe ich mich gewagt zu sagen, ja, und die Menschen auf der Straße, was ist mit denen? Uns geht's gut hier, wenn was ist, stellen wir uns ein, Bruno hilft, die Heilungen erfolgen. Aber wie sollen denn die das erfahren? Also, wir müssen veröffentlichen, in die Zeitung setzen, dass die Heilungen weiter erfolgen. Und da sind alle über mich hergefallen, nur das nicht, denn es hat sich ja endlich beruhigt, was nach Bruno Gröning alles berichtet wurde im Unguten. Und jetzt wollen sie das wieder aufwirbeln in der Presse, aufwirbeln. Und dann bin ich in mich gegangen und ich wusste, es muss sein. Und deshalb bin ich dann ans Neue Blatt herangerückt und habe gebeten, sie sollen einen Artikel schreiben, dass die Heilungen weiter erfolgen. Das Neue Blatt berichtet im September 1974. Daraufhin melden sich etwa 200 Hilfesuchende. Es entstehen neue Gemeinschaften und es geschehen große Heilungen. Ich kam damals mit schweren Belastungen zu Frau Häusler zur Einführung. Es war eigentlich alles am Ende. Ich hatte gute Ärzte an der Hand, die auch keinen Rat mehr wussten. Mein Mann war auch im Krankenhaus tätig, also wir waren gut versorgt. Aber es trat keine Heilung ein. Und da ich nirgendwo mehr Hilfe fand, kam ich hierher in den Freundeskreis. Ich hatte schwere Belastungen an der Halswirbelsäule durch einen Unfall. Der war extrem verstaucht. Das waren Bewegungseinschränkungen und Schmerzen. Die Bandscheibe in der Lendenwirbelsäule war verschlissen. Das gab Hexenschüsse und schwere Schmerzen, auch Bewegungseinschränkungen. Ich hatte Stoffwechselstörungen im Magen-Darm-Bereich, eine Pankreatitis, die erst akut, später chronisch war, also eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und da wurde auch eine strenge Diät verlangt. Und wenn ich die mal nicht einhielt, gab es sehr schwere Koliken. Und dann war ständig eine Nierenbelastung, Vereiterung, Senkung, Nierenstein. 2 große Darmgeschwüre im absteigenden Ast des Dickdarms. Dann hatte ich extrem niedrigen Blutdruck, Muskelrheuma an beiden Seiten der Wirbelsäule, oft Hühnerei große Knoten. Ich bekam Fangopackungen, Thermalbädermassagen. Es tat gut, es schaffte Linderung, aber keine Heilung. Es war eigentlich alles an meinem Körper so heruntergewirtschaftet, dass ich eigentlich auf Hilfe angewiesen war. Ich bekam auch Pflegerinnen. Der Orthopäde sagte mir, also wenn ich nicht alle seine Anweisungen beachte, dann werde ich wohl die Kinder nicht mehr groß werden sehen. Und das war ja nun eigentlich mein Wunsch. Und die Anweisungen waren 5 Minuten nähen, 5 Minuten bügeln, nie mehr schwer tragen, nie mehr in die Pflege. Ja, und das war eigentlich sehr wenig für einen großen Haushalt von 7 Personen. Und Frau Löllen konnte ihren Haushalt nicht mehr führen, das habe ich erlebt. Und ich bin Frau Löllen relativ viel zur Hand gegangen. Und wenn Frau Löllen plötzlich ins Krankenhaus musste, bin ich also immer eingesprungen, auch wenn sie zu Hause war. Sie musste oft liegen und war also wirklich nicht fähig, die Dinge zu regeln, die bei einem Haushalt mit 5 Kindern nötig sind. Und so bin ich hierher gekommen, voller Skepsis, aber ich wusste keinen Weg mehr. Es war alles am Ende. Und ich habe 4 Stunden in der Einführung gesessen. Ich wollte gar nicht mehr gehen. Alles, was ich hörte, das tat so gut. Und Frau Häusler riet mir, alles dazulassen, was schwer war. Alles ihm,
Bruno Gröning abzugeben. Und das habe ich dann ganz im Stillen getan. Ich habe nichts gesagt. Ich habe aber gedacht, wenn das möglich ist, ich kann nichts riskieren, aber alles gewinnen. Als ich nach Hause kam, wartete schon die ganze Familie, was mit mir denn jetzt wäre. Und ich hatte nur alle gebeten, auch diese Kraft aufzunehmen. Und das ist ganz gut gegangen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass mein Mann mitgetan hat. Er hat in seinem ganzen Theologiestudium nie etwas von der göttlichen Kraft gehört, aber er hat sie gespürt. In der folgenden Nacht hat Lilian Löllgen noch einmal starke Schmerzen, doch am nächsten Morgen erlebt sie eine große Überraschung. Ich bin aufgesprungen, was ich sonst nie konnte, und ich hatte keine Schmerzen mehr seit so vielen Jahren. Keine Schmerzen, das war schon beglückend. Ich konnte die Arme hochheben, Kopf nach allen Seiten drehen. Das war vorher nicht selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel nur zur Hälfte hochbekommen durch dieses Muskelrheuma. Ich spürte keine Knoten mehr, die konnte man gut spüren. Und ja, und keine Schmerzen mehr im Bauchraum. Und da habe ich gespürt, dass Gott viel näher ist, als wir ahnen. Und dass er jeden Menschen liebt und hilft. Und ich bin dann auch zum Orthopäden gegangen, auf Anraten von Frau Häusler. Er hat gehört, dass ich wieder arbeite, und hat sofort Aufnahmen gemacht, weil er mir ja den nahen Tod vorausgesagt hat, wenn ich das alles tue. Ich brauchte keine Pflegerin mehr. Und er hat festgestellt, dass die Bandscheibe völlig in Ordnung ist. Ich bin noch nie so glücklich von einem Arztbesuch weggegangen. Und damals fing für mich und für alle in meiner Umgebung ein neues Leben an. Und es ist nichts mehr wiedergekommen von all den Belastungen. Und das war alles weg. Ja, und das ist weggeblieben. Und zwar im Mai sind es 33 Jahre gesund geblieben. Und ich fühle mich so froh und so wohl. Damals war ich so ungefähr 40, als ich dazu kam. Jetzt werde ich 74. Und ich fühle mich so jung und kann alles leisten. Und es macht mir Freude. Das ganze Leben. Ende 1976 erscheint ein Nachfolgeartikel im Neuen Blatt und berichtet über die nach dem ersten Bericht geschehenen Heilungen. Der Artikel löst einen regelrechten Massenansturm aus. 2400 Hilferufe gehen ein aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und einigen anderen Ländern. Von früh bis spät klingelt das Telefon, 25 bis 100 Briefe täglich, ständig Hilfesuchende vor der Tür. Manchmal abends, schon spät abend, standen Menschen vor unserer Tür in Köln. Sie wissen was von Bruno Gröning, können Sie uns bitte weiterhelfen, aus den Niederlanden. Die konnte man ja nicht zurückschicken. Die haben sich irgendwie erkundigt bei der Zeitung, wo wir wohnen. Und ich werde es nie vergessen, wie eines Tages am Sonntag stand ein Mann am Grimberg bei uns vor am Zaun mit seinem Koffer und sagte, bin ich hier richtig, bei Häuslers? Mutti, da ist ein Mann. Ja, kommen Sie her. Wo kommen Sie denn her? Ja, ich komme aus der Schweiz. Ich habe diesen Artikel gelesen, dass man hier gesund werden kann. Und bitte helfen Sie mir. Also ich habe den Mann heute noch bildlich vor mir, wie der ohne Anmeldung aus der Schweiz dahin zu uns gekommen ist, weil er einfach gemerkt hat, hier kann ich gesund werden. Und ich erinnere mich, wie meine Mutter dann Arbeitskreis bei uns im Wohnzimmer arrangiert hat. Und dann sind die Freunde gekommen und dann wurde Adressen geschrieben und Kuverts und dann wurde Papier und hier und da und dort und einkuvertiert und zur Post. Das war also ein richtiger Bienenschwarm, der da gearbeitet hat am Abend. Die sind ja alle abends nach Feierabend gekommen. Und so sind damals auch dann die ganz, ganz kleinen Gemeinschaften, die existiert haben, sind aufgefüllt worden. Grete Häusler ist nun viel unterwegs. Ähnlich wie in den 50er Jahren, als sie 23 Gemeinschaften in ganz Österreich aufbaute, fährt sie auch jetzt wieder durch die Lande und betreut Hilfesuchende in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Überall entstehen neue Gemeinschaften. Es kamen immer mehr Freunde dazu, die dann auch mitfuhren. Das war auch der Herr Epstein, der eine große Heilung bekam von Krebs. Und es traten viele Heilungen ein. Und es war ein Glück, die Heilung oft spontan auch mitzuerleben an den Menschen. Und es ging in die Schweiz, es ging nach Frankreich,
nach Österreich, nach Bayern. Es waren überall ganz kleine Gemeinschaften in der Schweiz, die hatten alle Platz im Wohnzimmer. Auch große Heilung, wo Frau Häusler hinkam, große Heilungen. Es war ihr kein Weg zu weit. Jeder Hilfesuchende war ihr so wichtig. Und das war für den Verein irgendwie ein Dorn im Auge. Trotzdem sie ja auch dadurch Spenden brachte, glaubte man, dass das zu teuer wäre, wenn sie überall hinfuhr. Die Kasse, das Kassenwesen hatte sich geändert. Es war auch ein Herr dabei, der Direktor bei einer Bank war. Und er meinte also, das wäre zu aufwendig. Dann hieß es eines Tages, ja, in der Schweiz, die müssen das jetzt selber machen. Warum? Weil nicht genügend Geld da ist. Der Verein und der Kassenwart, die haben gesagt, wir haben nicht genug Geld, um die Fahrten in die Schweiz zu finanzieren. Also darf sie nicht mehr in die Schweiz fahren. Also wurde sie zurückbeordert und durfte nicht mehr in die Schweiz. Und dann sind die sich selbst überlassen worden und übers Telefon kann man eine Gemeinschaft nicht großartig aufrechterhalten, ist dann zugrunde gegangen. Meine Mutter ist sie auf und niedergegangen, hat gesagt, das kann man doch nicht machen. Wir können uns doch nicht vom Geld diktieren lassen. Wir können doch nicht das tun, was der Kassenwart sagt. Die Situation spitzt sich immer weiter zu und findet ihren Höhepunkt am 15. Mai 1979. Lapidar auf einer Postkarte fordert der Vereinsvorstand Grete Häusler auf, ihre Aufgaben niederzulegen. Auf einer anschließenden Mitgliederversammlung wird ihre Absetzung beschlossen. Mein Mann hatte dann sehr intensiv geredet und hat das Ganze doch zum Überdenken gebeten. Und Frau Häusler verließ dann den Raum und mein Mann auch. Ich war dann noch eine Weile da und dann bin ich auch zu ihr aufgegangen. Grete Häusler wird klar, dass sie das Werk Bruno Grönings unter den gegebenen Umständen nicht mehr gemeinsam mit dem Verein aufbauen kann. Sie folgt dem Ansinnen des Vorstands und legt alle Aufgaben nieder. Von einem Tag zum anderen ist sie von allem abgeschnitten, was ihr das Liebste ist. Ja, das war natürlich für sie brutal schwer, weil sie einfach von ihren ganzen Freunden, die sie hatte, getrennt worden ist. Es wurde ihr von heute auf morgen untersagt, Kontakt zu diesen Menschen aufzunehmen, mit den Freunden irgendwas zu machen, weil die waren ja im Verein und sie stand praktisch jetzt außen vor als, ich will jetzt fast mal sagen, als Nobody. In einem Schriftsatz über diese Zeit schreibt sie: Mir konnte in diesen Tagen nur einer helfen und das war Bruno Gröning. Und mir war nicht schwer, ich war nicht traurig, ich war wie erlöst. Das war eigenartig. Statt weinen zu müssen, war Freude in mir. Ich begriff erst langsam, Schritt für Schritt. Am Samstag, dem 23. Juni, kam mir der Gedanke, weitermachen. Und ich habe mich entschlossen, weiterzumachen. Um das zu tun, was mir von oben in die Hände gelegt wird. Menschen können mir das nicht verbieten. Und ich lasse es mir von niemandem verbieten. Mag da kommen, wer da wolle.